Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind in Folge Nummer 22 von Voxel Tycoon. Ja, letzte Folge haben wir gesagt, dass wir einen LKW auf der Kohlelinie noch brauchen. Das werden wir jetzt gleich nach dem Intro mal machen. Und ja, sonst schauen wir uns ein bisschen um und hoffen, dass wir da das ans Laufen kriegen mit der Kohlegeschichte dann, ne? Und beziehungsweise den Eisenbahn am Ende. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. So, dann gucken wir mal. Kaufen wir einen LKW. Und zwar gibt es nur den. Was ist das denn? Oh, hier ist ein neuer LKW oder sowas. Kann das sein? Schrauben, Eisenteile und Eisenplatten kann der machen. Okay. Wir brauchen aber erstmal den. Den kaufen wir. Und wo ist das denn hier? Melrichstadt Süd wäre das. Und das, der muss nach Melrichstadt. Was sind das hier für eine Anlieferung hier hinten? Sehe ich nichts. Achso, das wäre glaube ich egal, das ist nur ein Lagerhaus, ne, oder? Naja, okay, dann werden wir das mal schauen. Dieses Fahrzeug muss eine Linie haben, die mit Kohle ist. Kohle ist hier zum Melrichstadt Ost, das ist falsch. Kohle zu Birges, Passagiere. Warte, hier ist nochmal Melrichstadt Abzweig, okay. Dann ist das wohl richtig, ne? Und wir müssen nichts machen, weil die Linie passt ja eigentlich, oder? Mitfahren. Ne, mitfahren wollte ich nicht. Fahrzeug folgen. Und das fährt erstmal dahin, dann ist alles richtig. Okay, mach den mal gerade dahin. Und der bringt Kohle dahin. Was ist denn das hier für ein Tal? Ein Baumstumpf, ne? Okay. Also die Kohle wird jetzt da angeliefert. Fährt denn so ein Kohle-LKW auch dahin? Habe ich das richtig gemacht? Ah ja, doch, muss wohl so richtig sein. Okay, dann wäre dieses Lager hier wahrscheinlich gar nicht mehr vonnöten, weil es ist ja das da gegeben, ne? So, der entlädt jetzt und jetzt kommt hier die Kohle raus. Passt, okay. Und hier? Hier kommt nichts nach, ne? Weil Kohle da fehlt tatsächlich, ne? Aber wir haben zwei Schmelzöfen für Eisen, aber nur für Stahl. Aber nur ein Schmelzofen für Eisen. Das kann ja auch nicht richtig sein, oder? Dann müssen wir noch einen zweiten dafür auch haben. Die Produktion muss ja noch gesteigert werden, ne? Wenn wir jetzt gucken, da kommt jetzt die Kohle. Weißt du was? Ich glaube, wir machen mal auf Stufe 2. Jetzt läuft das. Da kommen jetzt zwei mal gerade raus. Und die werden ja auch noch weggebracht. Okay. Hm. Hier tut sie nichts. Der Zug ist gerade hier in der Nähe, oder? Ja. Der lädt und der bringt auch das Eisenerz weg. Das passt. Kohle ist noch hier und da. Wie viel Kohle ist da? Da fehlt auch die Kohle sogar. Ah, jetzt staut sie sich leicht. Und daneben am Rande verbaut mit Sand. Sand haben wir hier nicht, das ist weg. So. Ja, ich glaube, da die Bänder hier definitiv mit der Kohle noch gar nicht leer sind, nicht fast die Vermutung habe, dass hier immer schön gewartet wird, bis wieder Kohle kommt, weil die Schornsteine ja das Zeichen setzen. Jetzt fehlt's. Aber nee, er kommt sofort nach. Aber wir werden jetzt gleich sehen. Ah, da kommt doch tatsächlich schon die nächste Kohle. Ja, doch, da ist wohl immer reichlich Kohle gerade mal da. Also noch läuft's. Und da kommen auch welche nachgeliefert. Silber und Zimmer, die Herbesiedlung für das Unternehmen und lässt den Wachstum aufrechter. Okay, welches ist denn das? Okay, das Eisen, okay. Also ich glaube, wir können noch einen Kohle-LKW hier hinbringen. Lass uns mal da noch einen drauf machen. Kaufen wir noch so einen. Kaufen. Fahrzeug. Route. Kohle. Zum Melchstadt Abzweig. Und starten. So, jetzt haben wir das erledigt. Was ist das hier? Okay, das war das, was wir eben aufgerufen haben, die Industrie da oben. Jetzt kommt hier noch mal ein bisschen mehr Kohle hoffentlich rein. Ich glaube, jetzt war es nämlich wieder so weit, dass hier Eisen zwar vorhanden ist, aber keine Kohle.
deswegen der Schmelzofen nicht lief. Und hier, okay, da ist es zwar da, aber hier fehlt es ja auch, ne, oder? Ja, da liegt auch keine Kohle davor. Hm. Okay, jetzt kommen ein bisschen mehr hier rein, oder wie sehe ich das? Also es liegt keine hier vor. Da liegt jetzt tatsächlich welche mal davor. So, Karte kann man ja bestimmt auch drehen, ne? Ah, so war's. Es liegt tatsächlich eine Kohle hier gerade davor. Okay, jetzt ist die weg. Läuft aber noch. Jetzt kommt eine Kohle her. Er reicht gerade so, ne? Aber wir haben jetzt definitiv ja den LKW noch mehr geholt. Und wie wir sehen, ist dieses Band tatsächlich jetzt mal voll geworden. Und hier haben wir jetzt einen mehr liegen gehabt. Das ist ja auch gut. Ja, dann werden wir das schon hinkriegen jetzt, denke ich mal. Zwei LKWs waren passend, oder? Jetzt ist die Frage, ob wir hier damit genug haben. Aber es steht ja nur ein LKW hier, ne? Der wartet zwar auf Beladung. Dauert einen Moment, der zweite. Hm. Jetzt kommt nochmal und dann fährt er schon. So, der ist jetzt weg. Jetzt wird der beladen. Aber da oben kommt schon der nächste. Okay, das waren jetzt aber schon schnell. Ah, ich glaube, das ist schon passend hier mit den LKWs. Steht immer einer in der Schlange. Na, kommt der nächste, während der jetzt hier beladen wird. Der ist weg, aber ich weiß jetzt gar nicht, ob hier wird hier Kohle Stahl eingelagert dann. Der fährt. Ja, da ist jetzt nichts drin. Aber wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn der da stehen bleibt. Hier sehe ich schon, ja, das mit der Kohle, den zwei Wagen hat gereicht. Das passt. Einer, zwei, drei. Sollten wir hier diese Produktion steigern, dass das mehr wird? Weil die Öfen sind jetzt nicht so oft am Brennen hier, ne? Hier, da wird jetzt gerade gewartet sogar. Ne, ich glaube, wir müssen hier so einen Ofen noch mehr bauen. Dann schauen wir mal, dass wir in die, ja doch, Verarbeitung gehen. Einen Ofen auswählen und den, der würde dann da reinlaufen. Ne, das ist keine tolle Stelle, oder? Ich glaube, wir machen den hier neben. So direkt daneben, oder? Ne, ich mache mal, glaube ich, da hin. So, passt's. Jetzt Förderbänder anschließen. Ne, das sind Straßen, das sind Förderbänder. Und so da rein. Hat er jetzt gar nicht gemacht. So, dann läuft das da rein. Das läuft da rein. Jetzt kommt die Kohle auch da rein. Jetzt müssen wir hier nur wegmachen und jetzt müssen wir noch eine Brücke bauen. Ich glaube, ich mache das mal nur bis dahin. Und wir bauen jetzt hier die Brücke darüber, ne? Und machen das so. Und jetzt sollte das passend sein, oder? Jetzt müssen wir hier noch auswählen, dass wir das haben wollen und dann läuft's. Ja, da war auch gerade ein Feuerchen an, also da ist noch was falsch. So, jetzt laufen Eisenbahnen da raus. Sieht erstmal gut aus, oder? Dieses Band ist ja voll, ne? Aber hier fehlt es ja. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus, oder? Täusche ich mich. Kohle haben wir noch auf den Bändern drauf. Da staut sich auch die Kohle ein bisschen. Das ist alles richtig. Aber jetzt haben wir hier einen Stau, das ist gut. Und hier staut sich es auch. Das heißt, wir produzieren jetzt erstmal genug Eisen für den Stahl. Jetzt wird es hier mit dem LKW ist vielleicht auch besser. Weil die jetzt mehr laufen, die beiden Öfen hier. Ja, guck mal, da war jetzt gerade der weggefahren. Der nächste wird beladen.
So, der ist jetzt voll. Dann fährt und der nächste ist schon da. Jetzt passt's. Nachfrage, so ein Schiff dann schwieriger mit der Versorgung. Er frisst weniger Stein. Stein haben wir, glaube ich, auch nicht. Ne? Wir haben Kohle, wir haben Eisenerz. Ja, genau. Da kann ich auch nichts dran ändern erstmal. Höchstens, wir haben genug Geld und können eine Fläche kaufen, aber mit 185.000 kommen wir da nicht weit. Gut, dann würde ich sagen, passt das erstmal. Diesen können wir zumachen. Der Zug kommt, mal schauen. Der liefert auch ganz gut rein und fährt auch sofort wieder. Das ist schon mal sehr schön. Der funktioniert halt auch. Jetzt müssen wir mal gucken, wo fährt er nochmal hier hin? Da hinten hin, ne? Und dann passiert hier was? Gefräß. Und die kriegten jetzt hier das Eisenerz und das wurde direkt hier hingeliefert zum Beispiel. Naja. Lieferung ist aber schlecht hier. Ist auch doof, ne? Ach, hier stehen sie Schlange. Aber der ist gerade gekommen und passt, oder? Ah, das ist auch wieder so eine Shit-Stelle, wo die anhalten, ne? Kann man sehen, wie viel drin ist? Ach so, da ist das Lager. 115, ist gerade nichts drin und jetzt ist der Stau da. Ah! Das war das, was ich vermeiden wollte. Das wollte ich vermeiden. Jetzt fährt noch der dritte Bus da in die Schlange rein. Und der vierte wahrscheinlich gleich auch noch. Das ist doof, das Haus. Kann man das verschieben? Okay. Klicken zum Umbenennen. Nee. Wird es ja irgendwie wegmachen. Also, ja, sonstiges. Objektinformationen. Nee, ich würde es gern verschieben wollen. Aber man kann es nur abreißen, ne? Wie wir jetzt nämlich sehen, ist es nämlich gerade sehr doof, dass da welche sind. Kann ich hier eine Straße bauen? Die... Aber nee, das bringt mir alle, glaube ich, nichts. Die Bushaltestelle ist hier. Der ist, ja, das ist doof gelaufen. Wenn die Busse jetzt überholen würden, wäre ja auch noch was. Aber das macht ja auch keiner hier, ne? Kann man hier sowas machen? Hupen? Unprofitable Nachrichtung muten, ne? So, jetzt ist der da, ne? Jetzt fährt er gerade durch. Das ist jetzt doof. Jetzt liegt hier nämlich wieder nichts mehr drin und dann stehen sie da wieder im Stau. Hat mir nichts gebracht, das Hupen, ne? Irgendwie müssen wir es anders machen. Wie kriege ich das aber hin? Der ganze Ort ist dann blank. Und der Halt ist halt vorne, ne? Verbundene Gebäude ist klar. Und Statistik ist auch das. Ja, doof, ne? Was haben wir hier? Ein Tutorials? Ne, die brauchen wir jetzt nicht. Straßen, Terminals. Fahrzeugdepots. Terminal wäre das. Könnte ich da so hinbauen, ne? Aber bringt mir das was? Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Ihr könnt Brücken und Tunnel bauen, aber keine weitere Straße. Vielleicht, ja, weiß ich nicht. Jetzt steht's wieder alles, ne? Unternehmen, Sand, Wand ist egal. Kann bankrott gehen, keine ändern. Kann ich das hier irgendwie so machen, dass das, wenn ich das hier verbinde, ne?
Kann ich das so machen? Nee, das will ich jetzt nicht. Und jetzt nochmal. Weil da jetzt Fahrzeuge stehen, geht das nicht, ne? Ah. Vielleicht bringt mir das, dass die dem Busse dann hier rechts rumfahren. Dafür müssen die jetzt aber erstmal alle weg. Jetzt haut doch mal ab. So. Schauen wir mal. Der dreht jetzt da hoffentlich. Ja, und der auch. Und der dreht da auch. Ah, jetzt kommt ein LKW von hier. Super, oder? Das hat ja viel gebracht. Ja, jetzt blockiert er auch noch die Ausfahrt. Okay, das hat es dann noch ein bisschen sinnig was getan. Ah, der fährt da rum. Ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Die können da ruhig stehen bleiben, das ist egal, wenn die anderen hier rumfahren. Jetzt müssten wir hier eine Einbahnstraße rausmachen, oder wie? Kann man das? Gibt es da Schilder? Nee. Objektinformationen gibt es. Terraforming, Dekorationen. Tankpumpe, Ventil, Kürbis. Nee, das ist jetzt nicht das, was ich brauche. Förderbänder ist klar. Gleise. Straßen. Ja, war wieder klar, denn die Straße wäre besser hier lang gegangen. Jetzt dreht er da. Ja, passt. Okay, aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Jetzt müsste man überlegen, dass man hier auch das Holz anliefern könnte, ne? Vielleicht die Holzprodukte von da schneller hier rüber schaffen, ne? Ist ja schon ein bisschen gewachsen was hier, oder? Wie viel Geld haben wir? 323.000. Und wie viel kostet so eine neue Gegend da? Borgenteich hat das. Also sehe ich erst, wenn ich draufklicke, oder wie ist das? 1 Million ungefähr. 1,2 Millionen. 1,6. Also 1 Million, etwas mehr wie 1 Million war jetzt das Minimum. 1,3. 1,2. Okay. Das ist wahrscheinlich am billigsten, ne? Ne, doch nicht. 1,3. Ja, das ist hier mit Borgenteich dann wahrscheinlich das günstigste, ne? Ja. Was kostet das da oben? 1,2, okay. So, das würde bedeuten, wir haben noch 700.000 vor uns. Ne? Müssen wir dann mal gucken, wie wir das machen. Dafür müssen wir vielleicht noch ein bisschen was hier bauen und da bauen und noch einen Zug dazu machen. Und dann kriegen wir das schon, denke ich, auf die Reihe, oder? Ich würde erstmal sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.